Hallo, liebe Hawkies. Und leider muss ich jetzt in diese wunderschöne Musik reinquatschen, lieber Magic. Seid mir ganz, ganz herzlich willkommen. Sind da schon einige da? Nikola, hallo. Anasch, hi. Usa, Jürgen, hallöchen. Christiane, herzlich willkommen. Mike, Sternenwarrior. Schön, dass ihr alle schon da seid. Mehr oder minder kurz entschlossen habe ich mich jetzt doch entschieden, heute doch noch zu streamen. Der erste Tag nach dem Urlaub war nicht ganz so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Aber so richtig cool fand ich es trotzdem nicht arbeiten zu müssen. Ich hätte viel lieber weitergespielt. Könnt ihr euch ja vorstellen. Die Manekiken laufen wieder, ja. Aber ich denke, ich werde die Manekiken jetzt während des Spiels rausnehmen. Ich finde das so für die Pausen, finde ich es wirklich ganz witzig. Ich könnte eigentlich auch mal irgendwas schreiben. So. Da müsste doch mein Avatar eigentlich auch gleich ein kleines Schild kriegen, wo drin steht, was ich geschrieben habe. Mit einer gewissen Zeitverzögerung stelle ich fest. Na. Kann ich nicht auch reden? Schräg, okay. Alles klar. Ich nehme die kleinen Avatare jetzt dann gleich wieder raus. Weil jetzt gilt es ja auch zunächst mal zu überleben. Ah, jetzt, guck an. Nicht zu überleben, sondern zu überlegen, wie wir weitermachen. Wir haben ja gestern Demeter geholt. Wir haben dann die Gefährtenquest um So fertig gemacht und haben die Landgötter befreit. Das war dann bei einem Landgott, war das wirklich ein ziemlich heftiger Kampf mit diesem Sturmvogel. Diese Flugviecher, grausam. Hallo Friederike, herzlich willkommen. Hi Nelly. Na Friederike, wie ist es mit deiner neuen PS4? Auf Elden Ring freust du dich richtig. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Ich habe gerade geguckt, ich glaube, wir haben jetzt einen Spielfortschritt von 44% bei Horizon. Aber Elden Ring wird kommen. Verlasst euch drauf. So, ihr Lieben. Dann nehme ich die kleinen Scheißerchen jetzt mal weg hier. Außer es kommt jetzt von eurer Seite ein Entrüstungssturm, der da lautet, schaltet die kleinen Scheißer wieder ein. Dann schalte ich sie wieder ein. Aber jetzt starten wir erstmal ins Spiel, ihr Lieben. Und überlegen, wie wir weitermachen. Unser einarmiger Marschall hat uns hier auch eine Quest gegeben. Artemis, hallo! Herzlich willkommen. Oh, dieser Stream gestern so schräger anfing, Artemis. Ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Der fing ja so ein bisschen sehr holprig an. Von meiner Seite aus, weil ich irgendwie so eine merkwürdige Nacht hatte und mich komplett verkatert gefühlt habe, allerdings ohne irgendwas zu trinken, also ganz merkwürdig. Aber danach habe ich dann irgendwann, so gegen Nachmittag, bin ich irgendwie so gut reingekommen, hatte eine solche Spielfreude und ganz ehrlich, hätte ich heute nicht arbeiten müssen, hätte ich mit Sicherheit noch weiter gestreamt, ganz sicher sogar. Also es war mir ein Vergnügen. So, ihr Lieben, jetzt gucken wir nochmal in unser Questlog. Und da gibt's schon, da wartet schon wieder eine neue Quest auf uns. Diesen blöden Langhals könnten wir auch mal probieren. Wartet mal. Genau. Wir waren ja irgendwo auf dem Weg zu... Auf dem Weg zur Demeter sind wir ja in so einem Urwaldgebiet, in einem verlassenen Dorf, diesem Langhals begegnet. Vielleicht sollten wir den wirklich mal versuchen, ob wir den irgendwie hinkriegen. Das versuchen wir jetzt. Ich habe dann da gestern abgebrochen, weil mir das noch da zu dem Zeitpunkt schon 8 Stunden Stream oder so doch noch ein bisschen zu anstrengend war. Aber jetzt können wir wirklich mal versuchen, diesen Langhals zu kriegen. Ich warte jetzt mal an dieses Lagerfeuer. Der Controller ist gewöhnungsbedürftig. Du brauchst einen größeren Fernseher. Nelly steht die ganze Zeit davor. Ja, das ist für die bestimmt ein Erlebnis.
Auf die Dauer sind die nervig, sehe ich auch so. Ich finde den Controller, den PS5-Controller, du hast den PS4-Controller. Ja, ging mir auch immer so mit den PS3 und mit dem PS4-Controller. Das war irgendwie so ein Wabbel-Schwabbel-Ding. Ja, und ich spiele ja normalerweise mit einem Xbox-Controller und der hat ein richtig, richtig stabiles Hartplastik. Ummantlung und das war bei den PS-Controllern war das immer so irgendwie so eine wabbelige Angelegenheit. Jetzt aber, bei der PS5 gibt es endlich einen Controller, der so wertig ist wie der Xbox-Controller. Also auch Hartplastik, liegt gut in der Hand, hat fast genau, also ganz ähnliche, wenn, ja, fast, also wirklich. Er ist ein bisschen schlanker, aber ansonsten hat er fast eine ähnliche Form wie der Xbox-Controller. Den finde ich ziemlich gut. Du warst bis zum Schluss dabei und plötzlich war ich weg am Ende. Ja, so ist das halt. Ich hatte aber mich verabschiedet. Oder habe ich vergessen, mich zu verabschieden? Auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. Was im Chat stand? Glückwunsch, aber den Kampf konnte man nicht mehr sehen. Das finde ich jetzt aber sehr merkwürdig. Muss ich mir, glaube ich, mal die Aufzeichnung angucken. Oder hat sich da mein Streamprogramm irgendwie verabschiedet? Komisch. Sehr merkwürdig. Muss mir die Streamaufzeichnung mal angucken, weil ich hatte mich ordentlichst verabredet und hatte noch lang und breit drüber gesprochen, ob ich mich denn, dass ich noch nicht weiß, wann ich unter der Woche zum Streamen komme. Muss ich mir echt mal die Aufzeichnung angucken. Im Chat stand Glückwunsch, aber den Kampf konnte man nicht mehr sehen. Ey, das muss ich mir angucken. Okay, also wir versuchen jetzt mal an diesen Langhals irgendwie zu kommen. Da war doch, irgendwo war doch hier auch ein Leuchtfeuer, oder? Und dann ein Lagerfeuer. Lass gucken. Nee, nicht speichern. Auf irgendeinen von... Kletter auf den Verla- auf in die verlassenen Siedlungen. Okay. Komisch, ich dachte, dass da ein Leuchtfeuer war irgendwo. Ein Lagerfeuer. Hier sind doch auch irgendwelche Maschinen gewesen, gell? Naja, ich höre schon welche. Weil es wäre irgendwie schon mal schön, die Karte aufzudecken. Also hätte ich jetzt nichts dagegen. Warte mal. Quest aktivieren, so. Genau. Wo läuft er denn? Hallo! Ja, schön, wenn man da jetzt einfach hochhüpfen könnte, ne? Das würde die Sache sehr vereinfachen. Siedlungszone irgendwie da. Muss allerdings... Ja, da ist die Siedlung. Habe ich vergessen, da an diesem Lagerfeuer gestern zu rasten? Weil irgendwo da oben ist ein Lagerfeuer. Ach ja, die Plage. Da vorne kann man rüberlaufen. Kann man auch rüberlaufen. Da irgendwo ein Enterhaken oder ein Greifhaken. Ich glaube nicht. Strickleiter. Das probieren wir jetzt. So. Ne, das ist zu hoch. Leiter.
Oh, ich bin entdeckt worden. Diese blöden, unsichtbaren Viecher. Gebt jetzt Ruhe, ihr Pusher. So, die Frage ist, wo können wir hoch? Wahrscheinlich erstmal an einem Punkt, der nicht ganz so hoch ist. Die behalte ich als Vorrat. Nabelschwein ist gestorben, armes Nabelschwein. Seuchtes Fleisch. Also, da komme ich nur quasi, dann muss ich irgendwie da rüber. Noch eine Strickleiter. Da oben sind auch Viecher, jetzt echt. Da oben hat es Pirscher. Tatsächlich. Da drüben ist das Leuchtfeuer. Lagerfeuer. Da waren wir doch gestern schon, habe ich da vergessen zu rasten. Das zu aktivieren. Da waren wir schon oben. Tieflandsiedlung. Sieht verlassen aus. Aber hoch genug, um mich auf den Langhals zu bringen. Wenn ich dort hinaufkomme. Ja, das ist halt die Frage, ne? Wie sind wir da hochgekommen gestern? Kluges Kerlchen. Tot. Fängt ja gut an. Sag Bescheid, wenn mir die Geduld mit dem Langhals ausgehen sollte. Das kann schon sehr gut sein. Das kann schon wirklich sehr, sehr gut sein, Magic. Du bist müde? Oh, ne, die schläft seit anderthalb Stunden. Die Leitquelle muss ganz nah sein. Jetzt lass mich das mal von hier aus scannen. Altes Fass. Wenn du das schon so sagst, Magic, kann es sein, dass du da auch länger geknobelt hast? Ach, verdammt, nicht diese blöden Viecher. Ich glaube, da geht mir die Geduld ganz schnell aus. Und dann gehen wir lieber dafür sorgen, dass unser Kumpel seinen Arm kriegt. Anstatt uns hier mit diesen blöden Biestern zu beschäftigen. Komm, wir trinken mal was. Trinken! Was? Da ist das Lagerfeuer. Waren wir doch gestern schon oben. Wie sind wir da hochgekommen? Eine Tieflandsiedlung. Sieht verlassen aus. Aber hoch genug, um mich auf den Langhals zu bringen, wenn ich dort hinaufkomme. Kann man denn da in Ruhe rumsuchen, wenn da diese blöden Viecher kommen? Da sollte ich hochkommen. Die Nerven. So ging das. So. Ups, komm schnell bevor.
stimmt, ich konnte gestern nicht speichern hier an der Stelle, weil die Viecher mich verfolgt haben. Deswegen ging das nicht. Jetzt bist du nicht mehr müde? Wie kommt das? Du hast nachher gegoogelt, weil du keine Lust mehr hattest. Na, das kann ja heiter werden. Okay. Aber die blöden Pirscher sind noch da. Da vorne ist eine Strickleiter, okay. Also, wenn da eine Strickleiter ist, dann lassen wir die runter. Bedeutet, dass wir schon eine zweite Möglichkeit haben, da hochzukommen. Klettere den Turm hinauf. Ja, welchen Turm denn? Den da drüben? Gut, wir lassen die Strickleiter runter. Ich muss zu dieser Plattform. Ich muss nur einen Weg finden. Ich glaube, da kann ich mich festhalten. Komme ich dann da hoch? Vielleicht schaffe ich es, zu den Bäumen zu gleiten. Und dann zur Plattform hochzuklettern. Dann probieren wir das. Wo kann ich da jetzt noch hinklettern? Ich sehe es. Die Maschine sieht mich. Ach, scheiße. Okay, blöde Maschine. Hat mich jetzt ganz aus dem Takt gebracht hier. Blöde Maschine. Wo ist meine Leiter? Da ist meine Leiter. Probieren wir gleich nochmal. Komm, Eloy. Auf geht's. Was ist das für eine Leiter, auf die ich nicht hochkomme? Oh oh. Oh, wo ist die scheiß Maschine? Natürlich da läuft sie irgendwo. Egal, ich versuche. Pirscher, auf den Boden! Ich befürchte, ich muss diese Maschinen bekämpfen. Aua! Das Ding braucht die Waffe nicht. Ja, wenn man den Weg schon kennen würde, hätte man, glaube ich, eine Chance, da einfach lang zu wetzen, ohne dass man sich von den Tja, so ein Tarngenerator wäre eine coole Sache. Also. Du hast bei dem nicht den üblichen Weg gewählt? Wieso komme ich denn da nicht rüber? Gibt es auch einen unüblichen Weg? Magic!
Mindestens ein Pirscher ist noch da. Komm da nicht hin? Muss ich da auch gleiten? Also es macht irgendwie nur bedingt Spaß, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Ich finde, die haben die Langhälse ganz schön schwer gemacht. Also, ich habe keine Lust mehr. Hallo Kerstin, wunderschönen guten Abend. Du bist anders auf ihn gekommen als den vorgegebenen Kletterweg. Okay. Ich denke, dass wir das lassen. Das finde ich jetzt irgendwie offen gestanden. Jetzt stehe ich dann doch hier. Okay, kann ich jetzt vielleicht das Lagerfeuer? Also versuchen wir es halt nochmal. Sieht verlassen aus. Aber hoch genug, um mich auf den Langhals zu bringen, wenn ich dort hinaufkomme. Können wir speichern jetzt? Ja, sehr schön. So, jetzt haben wir uns das Lagerfeuer auch zugänglich gemacht. Also einmal probieren wir es noch. Bei dem Langhals hast du dich damals im Stream so geärgert? In welchem Stream? Ja genau, ich muss da rüber. Ach, wie nervig ist das denn? Komm schnell, bevor mich die Pirscher wieder abschießen. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Das Problem ist eher. Verdammt! Greif doch bitte einfach zu. Eloy, greif da bitte einfach zu. Auf den Boden! Na also, will ich kurz was trinken? Oder heilen? Scheiße! So bei meinem Stream, jetzt, du meinst gestern, Magic, alles klar. Die Quelle muss ganz nah sein. Ich dachte, dass ich schnell gespeichert hätte. Gut, vielleicht versuchen wir erstmal die Pirsche irgendwie zu kriegen. Aber die sind halt so fies, weil sie unsichtbar sind. Wenn die Pirsche da unten ständig Ärger machen, kommt man ja gar nicht dazu.
in Ruhe mal zu gucken. Eine Tieflandsiedlung. Sieht verlassen aus. Aber hoch genug, um mich auf den Langhals zu bringen, wenn ich dort hinaufkomme. Jetzt wird's laut. Da sollte ich hochkommen. Mein Schusswerfer sollte mich hoch auf den Weg bringen. Ich glaube, so langsam verlieren sie das Interesse. Jetzt gucke ich in den Chat. Mit Nervennahrung, Jürgen. Hast du meine stressige Situation gemeistert? Hast du denn Hallo? Habe ich schon Hallo gesagt? Ich glaube, ja. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, Freunde. Als du da warst, als ich an der Stelle war, hat es nicht geregnet. Der Regen stresst noch zusätzlich, wie ich gerade feststelle. Ja, jetzt haben wir wieder schönes Wetter. Ne, die sind schwerer, also wirklich echt. Bei dem ersten wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich gleiten könnte, wenn es nicht jemand aus dem Chat gesagt hätte. Ich glaube, das warst du, Magic. Hätte ich schon den ersten nicht gebracht. Hi, Holocron, hallo. Oh, Elder Scrolls Online. Da kannst du dich, da kannst du mit Beat fachsimpeln, Holocron. Viel Spaß damit. So. Erstmal die Leiter. Und die ist schon unten. Was hat er jetzt gespeichert? Gleichmäßig atmen. Sehr seltsam. Überlegen, was als nächstes kommt. Die Leiter hat er gespeichert. Spannend. Ja, ich glaube, ich muss die Maschinen erledigen. Ich wüsste, wo sie sind. Okay. Wir geben noch nicht auf. Na also. Gleich wieder tot. Wunderbar. Und es braucht aber lange, bis es schießt. Thank you.
Ich glaube, ich will lieber... Okay. Also Leute, ich sag's wie es ist, keine Lust. Ich sag euch, wie es ist. Das lassen wir. Wir gucken einfach ins Questlog. Du musst ganz nah sein. Nebenquest. Signalsuche. Ach, der Morlo und der Buster will ja auch noch was von uns. Warte mal, ich glaube, das sind Aufträge. Geschmack des Sieges. Oh, da ist noch so viel zu tun, Freunde, echt. Wo finde ich die? Also, passt auf. Wir reiten zur Basis. Wenn ich sie denn wieder finde. Wo finde ich denn die Aufträge von den Gefährten, verdammt ich? Wir haben doch den Auftrag bekommen von dem Marschall, ihm zu helfen, den Arm zu finden. Bin ich bestimmt wieder in die falsche Richtung zu ihm? Ja klar. Aloy, können wir reden? Gleich so. Du bist zurück. Dann lass uns reden. Gibt nichts zu sagen. Persönliche Bitte. Was müssen wir nochmal tun, um deinen... Genau, fragen wir einfach nochmal. Gaia meint, in dem Zenith-Labor, wo du Beta gefunden hast, finden wir, was wir brauchen. Okay. Also müssen wir nach oben. Ich muss dann mal los. Und wo finde ich... Pass da draußen auf. Wo finde ich... wo sind diese Quests? Wo sind diese Quests?
sind die ganzen Rebellenaußenposten, Reliktruinen, Langens, Brutstätten. Also, wir haben diese Quest von ihm gestern angenommen. Hier ist es, Gott sei Dank. Gut, dann versuchen wir das mal. Aber so wollte er mit uns sprechen, meinte sie. Dann machen wir das jetzt so. Du bist zurück. Gut. Bevor wir reden, wollte ich dir etwas... Oh, neue Waffe. Für die Hilfe beim Heilen der Landgötter. Reinklang steht in deiner Schuld. Danke, so. Ich bin doch ein bisschen unaufgeräumt, Freunde. Für all deine Hilfe. Möge das Land mit deinen Schritten erblühen. Auch deins? Nur Windschatten. Hm. Ich habe die Nacht deutlich besser geschlafen. Aber ich habe jetzt halt bis um 5:30 gearbeitet, weißt du? Deswegen... bin ich noch ein wenig noch nicht im Spiel. Ach, Freunde. Damit müssen wir leben. Emmet, hallo. Herzlich willkommen. Was, hoffentlich werden bockschwere Games jetzt nicht Mode? Melanie, hallo, herzlich willkommen. Gut, dann sprechen wir nochmal übers Training. Und über die geheilten Landgötter. Er war mit den Daten beschäftigt, die Poseidon uns enthüllt hat. Wir haben erst kürzlich von Bergen gehört, tief unter Wasser, die Feuerspeien. Wenn ich richtig verstehe, hat Gaia gesagt, die Flammen, die sie freisetzen, kommen aus dem Zentrum der Erde. Wie ein Herz, das für das Leben der Welt pulsiert. Wie immer lässt sich der Kreislauf an den ungewöhnlichsten Orten beobachten. Hallo, Emmet. Natürlich ist Val von den Explosionen unter Wasser am meisten fasziniert. Und gibt's noch mehr? Ich schätze, du hast dir Demeter angeschaut, jetzt da Gaia mit ihr verschmolzen ist. Ja... man spürt Ehrfurcht. Zu wissen, dass die Samen in diesem Beutel von den Samen stammen, die in der alten Welt für Demeter waren. Das lässt hoffen, dass der Kreislauf des Lebens wie zuvor weiter bestehen kann. Okay, und die geheilten Landgötter? Es war so nett gestern, als die gesungen haben. Wie lief es mit dem Chor nach der Reparatur der Landgötter? Sie waren schockiert, als ich sagte, dass unser Land sich bald erholt. Fane sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Aber natürlich mussten sie die Neuigkeit gut heißen. Tja, da kommt auch der Chorus nicht dran vorbei. Ihre Predigten über die Akzeptanz des Verderbens widerlegt sind. Ganz ehrlich, ich fand die Unterhaltung wirklich sehr angenehm. Das freut mich. Du hast es verdient. Sie haben Glück, dass du sie nie aufgegeben hast. Gut, das war's hier erstmal. Ich muss gehen. Bleib gesund. Okay. Dann werden wir versuchen, ob wir unserem Kumpel wieder einen Arm machen können. Wir haben ja gestern noch mit allen gequatscht hier. Was haben wir da? Fuchs. Der Treffpunkt. Okay, dann reiten wir.
eine Pizza Calzone, Leckerchen. Ein Stößchen. Gibt Sekt, Kindersekt. Ist Traubensaft, oder? Mit Kohlensäure versetzt, oder was ist Kindersekt? Da gibt wieder alles. Was war das hier? Da müssen wir durchreiten. Genau, wir müssen dahin zurück, wo wir Gaia gefunden haben, nicht wo wir Beta gefunden haben. Ich dachte, wir müssten in die Forschungsstation. Ach du Scheiße, ja. Das war mein Hänger. Ich dachte, wir müssten in die Forschungsstation, wo wir Beta gefunden haben. Aber nein, da wo wir Gaia gefunden haben. Wie war denn euer Tag so? Tschüss, Kerstin. Viel Spaß beim Besuch. Oder mit deinem Besuch. Na, kommst du darüber, Frieda? Nein. Altes Mädchen, das schafft sie nicht. Aber sie geht wenigstens durchs Wasser. Das hat der Stürmer ja nicht gemacht. Stürmer ist beim Wasser stehen geblieben. Ein schön zerstörtes Gebiet hier. Das war, glaube ich, wegen diesem Wassereinbruch. Das muss ich hin. Ja, das sieht deutlich anders aus. Komplett zerstört wegen der Flut. Oh, du hast die Ladies wieder happy gemacht. Artemis. Also einen guten Tag gehabt. Nee, Frieda, was machst du denn? Naja, bevor ich online gekommen bin, hast du doch auch schon einen Tag gehabt, oder? Emmet? Sieht echt gänzlich anders aus als beim ersten Mal hier sein. Ich dachte mir schon, dass das Schneewolken sind. Das Zenith-Forschungslabor ist auf der Klippe. Also rufen wir ihn. Hey, Cotallo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Ach, Emmet. Heute hat dir keiner gesagt, wenn der Kaffee fertig ist. Dann stelle ich mir echt wirklich immer den Handywecker. Danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern.
Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest. Und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir haben doch Beta nicht hier gefunden. Falls die Zeniths uns beobachten. Irgendwie... Wir sind doch jetzt, glaube ich, da, wo wir Gaia gefunden haben. Irgendwie finde ich das merkwürdig. Er sagt, wo ich Beta gefunden habe. Beta haben wir doch gefunden. Zum Labor geht's hier lang. Quasi über unserem Lager, über unsere Basis. Das ist irgendwie seltsam. Diablo gespielt. Alles okay? Ich schaff das. Wir machen gerade die Gefährtenquest von unserem einarmigen Marschall. Wir sind im Forschungslabor von Senec. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Ein Jägerkeller. Gemacht von Hephaestus. Vorsicht! Verwundete Bestien! Auf in den Kampf! So einarmig wie er ist. Versuch es mit einem Schock! Noch ein Ziel. Auf zum nächsten. Den habe ich ganz übersehen. Verschwinde da! Kämpf weiter, Fremde! Und schon wieder tot. Das kann ja heiter werden heute, Leute. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. Wie du willst. Meine! Ja, die Waffe ist irgendwie nicht so cool. Wir schleichen uns vorbei. Oder versuchen es zumindest. Aber wir sind jetzt wieder über der Basis, also das finde ich irgendwie völlig schräg. Na, wie läufst du, mein Freund? Das stammt vom Feind? Schwer zu glauben, aber ja. Okay. Bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Zum Lagerraum. Tja, sagt sich so leicht. Ich
würde denken. Feinde voraus. Yep. Was haben wir da? Feuer macht dir nicht viel Schaden. Auf in den Kampf. Kannst du sie schocken? Genau so! Ups! Hier, greif mich an! Lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus. Ich glaube, die... Die Datenknoten haben wir hier alle schon gescannt. Stimmt, da habe ich ein Bauteil abgeschossen. Plünderer Radar. Es werden wahrscheinlich nicht die einzigen Maschinen hier sein, davon bin ich mal überzeugt. Nele, hallo, herzlich willkommen. Du Nele, ich bin online, weil ich mich heute kurzfristig entschieden habe, doch zu streamen. Ich hatte es heute eigentlich nicht vor, aber ich habe mich kurzfristig entschieden, nachdem ich um 5:30 aufgehört habe zu arbeiten, dass ich eben doch streamen werde. Aber ich habe mal wieder ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Egal. Wird nicht so einfach funktionieren hier, davon bin ich mir absolut überzeugt. Deswegen schleiche ich mal lieber ein wenig. Jürgen, bist du eigentlich noch da? Wie war dein Ausflug heute? Aha. Sie suchen mich. Wo sind sie denn? Da unten. Ja, wir sollten schnell darunter. Wir gucken erstmal, was da unten los ist. Boah, da haben wir gegen das Phantom gekämpft. Da geht's nicht weiter. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Siehst du irgendetwas? Val sagte, Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Da ist kaum Platz zum Atmen. Ob nicht, dass sie viel davon gemerkt hat. Wenn ich ehrlich bin, als Zeugs. Sachen für den Vorrat. Sind die Viecher denn, verdammt ich aber auch?
Was, du wartest hier? Sind die hier? Zugriffskonsole? Ich würde mal denken, dass wir dahin müssen. Warte mal, war das 2, 3, 6, oder? Ne. 2, 3, 5. Na, welchen Code brauche ich da jetzt? Verdammt. Da gar nicht hin. Da. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Nee, ich glaube nicht, dass es heute noch Hauptquests gibt, Melanie. Phantome! Für die gefallenen Marschälle! Bei all ihrem Mut fehlt ihnen der Griff! Ich muss öfter treffen, bevor das Pflaster explodiert. Weiter so! Die halten aber einiges aus. Nur irgendwie hüpfen sie gänzlich falsch in der Gegend rum. Ich bin ein Marschall und ich werde als einer. Ich kann Plasma, aber... Okay. Wäre cool, wenn wir die Waffe kriegen könnten. Aber hier komme ich jetzt offensichtlich erstmal nicht mehr raus. So einfach. Ich
muss sie erledigen. Brauchst du Hilfe? Jo. Gut, dass ich das hatte. Vom Abrisspfeil. Linke kleine Scheißer sind das. Ich hab's auf die Waffe abgesehen, die sie trägt. Ich müsste nur mal treffen. Die sind böse! Eine Hammer. Das ist die zweite. Kommen die Filmer jetzt mal mit Plasma an hier? Da! Sie ist voller Plasma! Ja. Du kämpfst wie ein Donnerkiefer! Ja, ich bin die Größte! Haha, Kotscha! Die Maschinen sind Die Sinets besiegt. Könnten Verstärkung Ziehen schicken. Wir weiter. Werden wir fertig und dann raus hier. Warte mal, ich will die looten. Die Bauteile müssten irgendwo im zweiten Stock sein. Bin gleich hinter dir. Finde die Bauteile. Na, das kann jetzt noch heiter werden. Kristallgeflecht. Das kommt für später zum Vorrat. Irgendwo im zweiten Stock. So, ich guck gleich in den Chat. Ein furchtbar lästiges Insekt. Sam, guten Abend. Warte, muss gucken, ob noch irgendjemand gekommen ist, den ich noch nicht begrüßt habe. Wie gesagt, Melanie, also heute gibt's wahrscheinlich keine Hauptquest. Da fühle ich mich nicht ganz fit genug. Ausflug war wieder sehr umfangreich. Oh, 30.000 Schritte gelaufen in der Nähe von Überlingen. Ja, du hast es geschrieben, Jürgen.
Schöne Ecke dort. Robo-Riesenkäfer. Morgen geht's dann auf den Schönberg Sentis. Ah, Seilbahn. Das ist nicht so meins, muss ich gestehen. Gemeine Robo-Riesenkäfer. Danke für die Fliegenklatsche. Und danke fürs Konfetti. So, ich hoffe mal, dass ich da richtig unterwegs bin. Ich könnte auch schon wieder ordentlich leveln, fällt mir da gerade auf. Wirbelsense. Lade eine starke Drehung auf, die alle umstehenden Feinde trifft und den Bereich um dich herum räumt. R1, R1, Pause, R1, R1. Ich habe so meine Zweifel, dass ich das hinkriege. Haben wir schon... Diese Dings, diese Kombos, ehrlich, Nahkampfmacht, Nahkampfschaden plus 200, perfekt. Was muss ich noch, wann kann ich das? Okay, dann brauchen wir noch ein paar Punkte. Ach nee, nicht schon wieder. Noch ein Vieh. Bin ich noch ein Phantom? Ich mach mal lieber Pfeile nach. Hast du gehst schon, Nele? Ach, du gehst einkaufen, alles klar. Ja, dann vielleicht bis später. Felix hier wird nicht politisiert. Und wie Ganache schon sagt, ein nettes Hallo, wenn man in den Chat kommt, wäre ja vielleicht eine ganz gute Idee. Und ganz klar, wenn du hier Unsinn machen willst, Freund, dann bist du ganz schnell gesperrt. Sie rennen in uns rein. Tja, gut, keine Ahnung, was abgeht. Du könntest mal ein fröhliches Hallo in den Chat schreiben. Du siehst, was abgeht. Wir spielen Horizon. Okay. Sie sind teuer, aber sie sind gut, die Pfeile. Die Frage ist, sind das Pirscher oder sind das nochmal zwei Phantome? Klingt mir eher nach Pirschern. Als nach Phantomen, aber ich kann mich auch täuschen. Es ist ein absolut geniales Spiel.
Gut, das ist ein absolut geniales Spiel. Ich kann es dir bloß empfehlen. Ich finde es wirklich ganz hervorragend. Es ist technisch allererste Klasse. Es ist erzählerisch unglaublich stark. Und macht ganz arg viel Freude und Spaß. Claire. Ich glaube, wir lesen es mal. Claire, ich wünschte, du wärst bei dem Gespräch mit Zero Dawn dabei gewesen. Wer auch immer den Deal mit ihnen ausgehandelt hat, ist ein Genie. Ein bisschen altes Technikzeug, das bei uns im Lager verstaubt, gegen eine Kopie des gesamten menschlichen Wissens. Aber wenn das kein gutes Geschäft ist. Und der Typ, der für die Illutia-Unterfunktion zuständig ist, Patrick Brockhart Klein, man konnte seine Augen förmlich funkeln sehen, als er uns mit Fragen über die Konstruktion der Ektogenesekammern gelöchert hat. Es war, als ob wir ihm Katzenminze vor die Nase halten. Wie auch immer, sie wollen zusätzliches Material über die Nahrungszufuhr. Die oberen Etagen haben ihr okay gegeben, also schick ihnen alles, was wir haben. Brockhart Klein wird sich vermutlich vor Freude in die Hose machen. Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschungen mehr. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Obwohl hier noch irgendwelche Maschinen unterwegs sind. Die sind wahrscheinlich da. Ja, der erste war unglaublich. Der war schon klasse. Und man liest ja, dass der zweite Teil erzählerisch nicht so stark sei wie der erste, aber ich finde den zweiten erzählerisch genauso stark. Also ich kann es jedem nur empfehlen, es zu spielen. Tja, da kannst du mal sehen, Emmett, dass gutes Aim nicht unbedingt notwendig ist. Aim wird überbewertet. Also ich kann es nur empfehlen. Ich schleiche trotzdem. Ja, die sind Lüftungsbedienfeld, okay. Ich glaube, da wissen wir, was wir zu tun haben. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Welche Pfeile habe ich gerade? Okay, dankenswerterweise kann ich bloß einen Weg gehen. Irgendwie ist keine Ahnung, ob das der richtige ist. Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Hähnchenschnitzel. Lecker, Jürgen. Okay, das war mal zumindest nicht richtig. Übersehen. Habe ich was übersehen? Er sieht mir nicht so aus. Höher.
Also der Lüftungsschacht war jetzt irgendwie nicht so der heilsame Bringer. Okay, guck dich um, alles klar. Da sehe ich was. Ja, wir müssen eins höher. Viel Spaß beim Kochen und lass es dir schmecken, Jürgen. Da können wir nichts machen, also dann mal die andere Richtung. Und täglich grüßt das Murmeltier. Tja. Was für Bauteile suchen wir eigentlich? Du findest den zweiten Teil sogar besser. Ich kann halt, weil ich noch nicht durch bin, kann ich es noch nicht ganz beurteilen. Aber ich finde den wirklich super. Ja, da ist was dran, Christiane, dass es heute so ein bisschen zum guten Ton gehört. Spiele erstmal mies zu reden. Wobei, was mir dabei auffällt, ist, also damit meine ich dann eben auch die Gaming-Magazine, also die Spielejournalisten, ich sag immer Journalisten in Anführungsstrichen, wenn Spiele von bestimmten Studios kommen, kriegen die immer Höchstwertung, egal was die abliefern. Das sind alle Spiele von Naughty Dog, ob das Uncharted ist oder The Last of Us, die kriegen immer Höchstwertungen. Genauso wie immer die Spiele von From Software Höchstwertungen kriegen. Und bei anderen Spielen mäkeln die viel mehr rum. Und da werden dann auch Dinge, bei anderen Spielen werden Dinge kritisiert, die bei den beiden anderen Entwicklern genauso vorkommen, aber da wird einfach drüber hinweggegangen. Also ich behandle sämtliche Tests immer sehr mit Vorsicht. San, du bist gerade fertig mit Essen. Was gab's denn Leckeres?
Das ist nicht so ein persönliches Drama, wobei ich finde, da hat es eigentlich auch viel persönliches Drama. Aber Aloy ist halt einfach reifer geworden. Finde ich auch, der Mix ist genau richtig. Kämpfen, Geschichte und Erkunde. Ja, ja, dass es für den Arm ist, das weiß ich doch. Ich frage mich, was für Bauteile das sind. Dass es für den Arm ist, ist völlig klar, Emmet. Das habe ich auch schon vorhin gesagt, dass wir eben neuen Arm besorgen gehen, aber ich frage mich, was für Bauteile das sind. Aber jetzt müssen wir das erstmal finden. Im Augenblick bin ich so ein bisschen lost hier. An den Dingern kann ich nichts machen. Bin ich hier oben richtig? Eloy, sag mal was Hilfreiches. Da geht's auch nicht weiter. Teile müssen hier irgendwo sein. Ach, jetzt Abgang gefunden. Dann müssen sie hier sein. Oder? Immer her mit den Vorräten. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Also doch den richtigen Weg gefunden. Das sieht doch aus wie eine Werkstatt. Wetten, dass sie hier sind? Da ist Feuerglimmer. Bitte sag mir, dass die Teile da drin sind. Das Kochen geht nebenher ganz problemlos. Okay. Reste vom Schweinebraten. Ah, Bauteile. Ich sollte sie zu Kutalo bringen. Wir können ihm das Ding doch gleich hier basteln oder brauchen wir Gaia dazu? So, dann Feuerglimmer. Ja, das macht schon ordentlich Rums. Und hier sind immer noch diese Viecher. Wo auch immer. Aber er, deren Wachsamkeit lässt nach. Wir haben sie. Du hast die Bauteile? Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich habe nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Ha. Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Vielleicht noch ein paar Phantome. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehen. Sollte ich hier wirklich noch was finden? Ich glaube nicht, dass ich noch hier bleibe. Eigentlich haben wir ja wirklich Zeugs genug, um es mal so ehrlich zu sagen. Oh, wie komme ich raus hier? Dann wieder rein. Ja.
Die Wegfindung. Ja gut, dann machen wir uns das ein bisschen einfacher. Also ich glaube, ich gucke jetzt nicht, was das für Maschinen sind. Weiß natürlich nicht, ob es hier noch coole Sachen zu finden gibt, aber ich finde, wir haben jetzt hier eigentlich ganz ordentlich eingesackt. Hier waren die Pirsche oder Gräber. Da geht's hoch. Alles klar, viel Spaß beim Loken, Christiane. Bestimmte Werbepartner sind abgesprungen, weil die Tests nicht wie erwartet waren. Bei Horizon? Echt jetzt? Es gab mal eine Videospielzeitschrift, die pleite gegangen ist, und die schrieben auch den Grund. Bestimmte Werbepartner sind abgesprungen, weil die Tests nicht so gut abgeschnitten hatten wie gewünscht. Ja, der Spielejournalismus ist nicht frei. Die sind abhängig davon, dass die Entwickler und die Publisher ihnen Informationen geben. Und wenn die Dings, die Tests nicht gut genug ausfallen, ja, dann gibt es halt keine Infos mehr und damit bist du als Gaming-Magazin bist du fertig. Ein Jägerkiller. Ach, die sind ja hier alle noch da. Für andere Maschinen. Ja, richtig, die sind noch da hier. Ich denke, ich mach da mal runter. War doch irgendwo ein Lagerfeuer. Irgendwo. Wenn ein Spiel nicht gut ist, würdest du es trotzdem ehrlich schreiben. Ja, aber ich glaube, dass da viel läuft, von dem wir gar nicht so viel mitbekommen. Wieso musste ich so kilometerweit weg? Es ist doch direkt über der Basis zum Henker, aber auch. Ab zur Basis. Aber es fällt schon auf, es gibt Entwickler, die können auf den Markt werfen, was sie wollen. Die kriegen immer weit, 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 weit über 90. Und andere gute Spiele gehen irgendwie unter. Ja, und so die Lieblingsentwickler, die Lieblingsentwickler... Von den meisten Gaming-Magazinen ist Naughty Dog und From Software. Das sind zum Beispiel so Spiele, die würden bei mir alle eine deutlich geringere Wertung kriegen. Als die, die sie bekommen haben. Ich hätte dir das nicht beigebracht, wenn mir dein Gesang nicht gefallen würde. Dir gefällt also, wie ich Utaru-Musik verhunze? Also mir nicht. Du klingst wie ein sterbendes Langbein. Also du, hast du ihn jetzt schon in den Arm? Nee, wir müssen den erst machen, ne? Ja. Tja, wie sieht's aus mit deinem neuen Arm? Wie läuft es mit dem Arm? Er hat noch keinen. Er ist fast fertig, aber ich passe noch die Anschlüsse an. Bald muss ich ihn testen. Dann gehen wir mit ihm kämpfen, jede Wette. Ich freue mich drauf.
Ich muss gehen. Halt deinen Bogen bereit. Ja, immer. Da kannst du Gift draufnehmen. Okay, warte darauf, dass Cotallo seinen Arm gebaut hat. Dann machen wir das. Ist denn in unserer neuen, in unserer super Vorratskiste was drin? Nö, schade. Ich glaube, ich bin wieder. Ach, Emmet. Nee, Erend. Emmet, Erend natürlich. Vorräte mitnehmen. Füllen wir auf. Muss ich wieder aufpassen, was er mir da wieder an Tränken gegeben hat. Ausdauertränke, das ist recht nicht zu fassen. Habe ich noch nie gebraucht. Zu was braucht man die? Reinigungstrank kann ich ja noch nachvollziehen. Aber zu was brauche ich denn Ausdauertränke? Habe ich noch nicht einmal gebraucht. Lagern, lagern. Ja, Teilungstränke habe ich durchaus gebraucht schon. Okay. Gut, dann warten wir hier und dann können wir uns überlegen, was wir als nächstes machen. Wie gesagt, Hauptquest mache ich heute nicht mehr. Da fühle ich mich irgendwie nicht so fit genug. Die Signalsuche fand ich lästig. Da bin ich zweimal von dem Turm geflogen. Hochfliegende Ambitionen. Morlund will hoch hinaus. Er braucht nur ein Gerät aus der alten Welt, damit seine neueste und größte Erfindung funktioniert. Ihr erinnert euch an Morlund? Tal der Gefallenen. Im Tal der Gefallenen haben sich viele tödliche Maschinen versammelt und die Tiefland-Tanakt gezwungen, ihr Gebiet zu verlassen. Aloy muss die Sache untersuchen. Wollen wir das mal versuchen? Oder was verloren? Ach so, ja gut, da müssen wir warten, bis er fertig ist. Hochfliegende Komm, wir machen Morlund. Den finde ich irgendwie so nett. Es ist oft so, das ist wirklich durchaus häufig so, dass mittelmäßig oder eher mittelmäßig bewertete Spiele trotzdem Perlen sind. Und also ich stelle halt auch immer wieder fest, dass die Gaming-Journalisten häufig auch auf ganz andere Dinge ein Augenmerk legen als auf ich. Als ich zum Beispiel, ne? Also ich genieße Tests grundsätzlich mit absoluter Vorsicht. Und nach einer Weile kennt man die ganzen Leute, die im deutschen Journalismus schreiben, die kennt man ja auch. Und man weiß genau, worauf die stehen. Und wenn der eine oder andere eine über 90 vergibt, weiß ich schon gleich, dass es kein Spiel für mich ist. Genau, reinschauen und selbst überzeugen. Definitiv. Das ist eigentlich immer das Beste. Gut, wir gehen zurück nach Las Vegas, Freunde. Begib dich zu den Ruinen mit der Drachenstudie. Das weiß ich. Aber wenn es zwei Ausgaben von mir gäbe. Ach, Erend macht sich Gedanken über Aloys Situation und Aloys und Betas Situation. Wenn es zwei Ausgaben von ihm gäbe. So wie ich ihn einschätze, hätte er damit ein Problem. Wir können uns hier noch kurz das Gerücht anhören.
Vielleicht gibt's was Neues, was Spannendes? Ich sehe dich, Streiterin. So machst du es auch, San. Das ist auch das Beste, das einzig Richtige. In unserer Hauptsiedlung im Westen, Brennspeer, zurückgekehrt. Und? Anscheinend haben sie im Niemandsland bei einer Übung einen Soldaten an Maschinen verloren. Das kommt vor. Da sieht man mal, dass die Wildnis im Osten genauso gefährlich ist wie hier. Sei vorsichtig da draußen. Danke, Ruka. Bin ich. Und neuen Auftrag. Ich habe ein Gefühl, dass das Sokoras Trupp ist. Ich sollte bei Gelegenheit nach Lass ihr sehen. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Ich glaube, du hast nichts, was ich brauche gerade. Ab nach Las Vegas. Gehst du, Sam? Ach nee, Emmett ist 15 Minuten. Ah, fuck, jetzt alles klar. Bis später, Emmett. Ja, Dragon Age ist geil. Ich kann der Hitze nicht entkommen. Das ist diese blöde Quest, die wir nicht gefunden haben. Weil ich wieder nicht weiß, wie ich da hochkomme. Dabei bin ich hier schon mal hochgekommen. Ja, mach das. Aber versuch nächstes Mal meine Tränke. Schreit geradezu nach einem Pfeil im Bauch. Hallo! Ich sag ja nicht, dass ich das Anrecht vermisse, nur... Nicht schon wieder! Wir nehmen den Aufzug. Caesar, wir können den Aufzug nehmen. Ja, wenn es geregnet hat, du kannst es doch schön machen. Hier gibt's das nicht. Offensichtlich war das nicht. Hat er nicht gesagt gestern, wir könnten den Aufzug nehmen? Ah ja gut, dann klettern wir halt runter. Wegen neulich. Ich weiß, ihr beide mögt euch nicht, aber... Nee. Muss nach unten. Oh. Hat er nicht irgendwas von dem Aufzug gesagt? Zugesagt. Aloy, irgendwie springst du nicht dahin, wo ich hin will. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Tauchen. Naja, aber so richtig cool war das jetzt auch nicht. Auf die Knochen. Großes Kino. Genau, weil ich muss ja dahin, wo ich gegen diese Schnapper gekämpft habe. Aber er hatte Morlund nicht irgendwas von dem Dings gesagt? Von einem Aufzug? Immer benutzen kann. Naja. Aufzug nicht gefunden. Nein, das ist nicht die richtige. Bin ich falsch? So, jetzt mal schön gucken hier erstmal. Nicht, dass das hier wieder von Maschinen besiedelt ist. Womöglich nochmal von so einer Riesenmaschine. Mehreren Riesenmaschinen. Schnappmaul!
Die Maschine hält Kälte gut aus. Frost bringt nichts. Aber Wasser? Frischwasser brauchen wir nicht. Haben wir gar nicht mehr. Wir haben kein Löschwasser mehr. Dann müssen wir gucken. Sie mag auch keinen. Sprengstoff abnehmen. Das sind aber einige. Nee. Pfeil nehmen. Ja, mal Abtrennpfeil. Ich bin aufgeflogen. Das macht nichts, Eloy. Das macht nichts. Wir rennen einfach vorbei. Die scheint der Ort zu sein, aber keine Gräber. Und das muss die Statue sein. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Ach du Scheiße. Ich da von hier aus ran? Wahrscheinlich eher nicht. Okay, dann gucken wir uns mal um. Bedienfeld. Ich muss nach oben kommen. Vielleicht finde ich was, worauf ich stehen kann. Danke für den Hinweis. Da kann man sich zum Beispiel draufstellen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu der Kiste hier. In dem Raum ist eine Kiste. Aber wie komme ich da ran? Ja. Eine Öffnung. Neuer Datenpunkt, Werbung. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Ich denke, so kommen wir da rein. Das könnte nützlich sein. Erstmal Kiste. Feuerglimmer. Oh, ich gucke im Chat. Was, du bist wieder da, Christiane? Hast Angst vor Dragon Age 4? Wieso das? Dragon Age ist mein Baby, Artemis. Das habe ich ja auch gelesen, dass es gut vorangeht, aber trotz allem glaube ich nicht, dass das vor... Also das wird mit frühestens im Herbst 23 kommen, davon bin ich überzeugt. Melanie sagt es auch, kommt erst 23. Ja, ich denke auch, also und Mass Effect wird noch länger dauern. Das mit dem fehlenden Aufzug hast du übrigens auch nicht verstanden. Ja, echt, Jürgen. Also, weil als wir die Quest gestern angenommen haben, hat er zu uns gesagt, man kann einen Aufzug nehmen. Ich habe keinen gesehen. Ach so, weil es jetzt alles klar, Christiane, weil es wahrscheinlich anders wird, als du erwartest.
Das finde ich ist immer so ein bisschen das Problem bei Fortsetzungsspielen mit mehreren Spielen, also mit Fortsetzungen. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man halt eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann macht es einem nicht so viel Freude. Wenn ich den Aufzug finde, wäre es peinlich für dich? Na, warte mal ab. Ich habe keine Ahnung, ob ich den finde. Aber irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen, Jürgen. Wenn es mir so einfach wäre, nichts zu erwarten, Artemis. Welcome back, Emmett. Also ich finde es nicht so einfach, nichts zu erwarten. Der Aufzug wäre ein Stockwerk höher gewesen. Alles klar, danke Mike. Aber hoffe ich mal, dass wir hier wieder irgendwie rauskommen. So, jetzt aber schieben wir die Kiste, bitte. Eloy, was machst du denn mit mir? Das war die Werbung, oder? Ja. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir sie hinschieben müssen. Alles klebt. Verdammte Hitze. Gibt es einen Greifpunkt? Lüftungsbedienfeld? Habt ihr das schon? Okay, ich muss höher rauf, um zur Statue zu gelangen. Kriege ich den stabilen Balken von hier aus? Ja. Noch eine Kiste, die können wir uns, glaube ich, runterholen. Ein bisschen näher ran. Ich muss ein Stück zurückgehen. Habe ich doch gemacht. Stabilen Balken. Muss ein Stück zurückgehen, das würde ich jetzt nicht tun. Brenner 10EF981 Gerät zur kontrollierten Verbrennung. What the fuck? Brennerwartungsbericht. Ah, okay. Wir brennen das Ding runter. Oder?
So, lass gucken. Sollte man vielleicht lesen. 2. November 2065. Drachenbrenner aufgefüllt. Bauteilreinigungszyklus abgeschlossen. Sicherheitsprüfung durchgeführt. 9. November. Drachenbrenner aufgefüllt. Bauteilreinigungszyklus abgeschlossen. Sicherheitsprüfung durchgeführt. 16. November. Drachenbrenner aufgefüllt. Bauteilreinigungszyklus abgeschlossen. Kundenbeschwerde. Die aktuelle Flammenstufe sei nicht spektakulär genug. Druck am Hauptbrenner erhöht. 17. November. Der erhöhte Druck hat zu unschönen Hitzestößen an den ersten drei Tischreihen geführt. Kunden umgesetzt und das Paar in A5 für angesenkte Kleidung entschädigt. Druck reduziert. Drachenbrenner aus. Aufgefüllt. Bauteilreinigungszyklus. Okay. Ja. Dann sollte es nicht. Holen wir uns den Brenner. Ist auch noch eine Kiste. Brenner. Soll ich da jetzt wirklich drauf springen? Wir können noch mal kurz gucken, ob wir irgendwie an die Kiste kommen. Ist mir zwar jetzt nicht so wichtig, aber leicht von dem Drachen aus. Geschafft. So, und nun holen wir den Brenner. Wow. Ja, ich hab den Brenner. Ich sollte ihn zu Morland bringen. Nicht darüber laufen? Glaub nicht. Ja. Ist auch egal. Gut, dann müssen wir uns da wieder vorbeischleichen. Und irgendwie. Gräber, das müssen die sein, die Morland angegriffen haben. Oh oh, Zeit zu kämpfen. Wie viele sind's? Offensichtlich mal wieder mehrere. Willst du mal still? Bitte? Okay, Gräber Ellie. Morland und seine Leute müssen sie nicht mehr fürchten. Ja, aber da sind noch die Schnapper da draußen, nur so zur Info. Eloy. Jetzt habe ich natürlich keinen. Einen Aufzug. Warum? Weil ich den Aufzug nicht geholt habe. Das heißt, der Aufzug ist bei dem Menschen, der die Quest für uns hat. Nächster Halt, Morlands fantastischer Schwebeballon. Morlands fantastischer Schwebeball. Okay, was bin ich? Ich bin gespannt.
Also ich denke, ich werde den auch nicht finden, den Aufzug. Jürgen, es ist also, muss dir also nicht peinlich sein. Und mir auch nicht. Also ich komme näher, aber ob es richtig ist, I don't know. Okay, also wir kommen dann auch so wieder hoch. Alles klar. Gehst du ein bisschen höher? Ach, Eloy, was machst du denn mit mir? Wieso macht sie denn immer einen Doppelsprung, die doofe Kuh? Ich versuch's jetzt mal mit dem Dings. Mit einem. Leon-Fan, wir haben gerade den Brenner für Morlund geholt. Herzlich willkommen übrigens. Ob ich denn mit einem Reisepaket hier rauskomme? Siehste. Nö. Unbekannt. Doch. Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Och, Mönö. Ey, echt jetzt. Tja, mit Aufzug wäre es wirklich leichter gewesen, definitiv. Muss ich denn jetzt lang zum Henker?
So. Also, nochmal das Ganze. Nicht zur Strafe, nur zur Übung, ihr Lieben. Oh, verarsch mich doch nicht so. Nächster Halt, Morland. Ach, hier bin ich. Ich bin. Ah! Alles klar. Er hat mich weiter zurückgesetzt. Schade, dass es mit der Schnellreise nicht funktioniert. Das ist wirklich schade. Ja, Leon, gestern haben wir Demeter geholt. Das heißt, wir müssen jetzt in der Hauptquest nach San Francisco. Weißt du ja. Wenn man da zu Tode kommt, ist es aber eine ganz schön idiotische Rennerei, hey. Hallo. Das ist übel, wenn man da runterfällt und tot ist. Dann ist es eine ziemliche Rennerei. Ach, ich weiß, da muss ich wieder hoch. Genau. Reifpunkt. Was habe ich das vorhin gemacht? Ach, come on. Jetzt komm schon, Jolina, ehrlich. Vorhin einwandfrei geklappt. Ich will als lebend rauskommen. Jürgen, wie bist denn du raus? Unbekannt. Habe ich jetzt Lust, hier nach unbekannten Dingen zu suchen? Nee, eigentlich nicht. Ach, jetzt come on. Wie oft renne ich denn da jetzt doch noch dran vorbei? Höher. Jo. Ist noch eins höher. Das wird jetzt eine üble Kletterei da hoch. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ja, halte ich das aus? Ja,
Greifpunkt irgendwo, Greifpunkt. Dann gucke ich gleich mal in den Chat. Könnte mir eigentlich noch einen Kaffee machen, wenn ich es mir so recht überlege. Weil das ist irgendwie eine gute Idee. Jetzt haben wir das, glaube ich, die Werbung. Genau, also während ich jetzt hier quasi nochmal den Klettermaxen gebe, werde ich ganz kurz, ihr Lieben, die Kaffeemaschine anmachen und bin gleich wieder bei euch. Das Grab von dem Arsch hätte Pharaoh besuchen, du sagst es, Leon. Da bist du auch soweit. Machst gerade Nebenquests und Aufträge. Welcome back, Nele. Christiane, tschüss. Schönen Abend dir auch. Bis zum nächsten Mal. Die Welt hast du schnell abgekleppert und auch alle Brutstätten gefunden, im Gegensatz zu mir. Aber so einen blöden Fahrstuhl im Gebäude, naja, das war wirklich... Ach, schön, Leidensgenossen. So, ich mache mir ganz kurz einen Kaffee, ihr Lieben. Kriegt ihr die Avatare wieder? Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Sagt ihr wieder Bescheid, so in 10 Minuten, ihr Lieben? Ich würde jetzt wirklich gerne speichern. Du bist auch nur mit Springen hochgekommen, okay. Ach,
Und wie oft bist du dabei zu Tode gekommen oder stelle nur ich mich so dämlich an? Wahrscheinlich stelle nur ich mich so dämlich an. Ja, da bin ich gerade vorhin runtergefallen. Nein, nein, nein! Meine Fresse aber auch. Ging gerade noch mal gut. Schaffe ich das darüber? Über mir ist ein Greifpunkt. Ich schaffe das ja tatsächlich. Gott sei Dank. Redet da einer mit mir? Irgendeiner hier Kleine gesagt? Meine Augen sind hier oben, Schwester. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ach, Gott sei Dank. Okay. Wir haben es geschafft. So, Morland, wo bist du denn jetzt? Hast du die Tin nackt gesehen, die Maschinen reiten? Irgendwie scheinen die gar nicht so aggressiv zu sein. Steht er denn? So weit weg? Stimmt, ich erinnere mich wieder. Du bist zurück! Hast du ihn? Melanie, ich habe nirgends was gesehen, was man von unten holen kann, aber vielleicht habe ich es übersehen. Hast du das Gerät? Bitte sag, dass du ihn. Ja, zweimal bin ich gestorben, so fast. Einmal ganz, einmal fast. Majestätischem. Bitte sehr, Morland. Oh ja, ja. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viel. Naja, wie man es nimmt. Oh, dieses Design. Er ist so kompakt. Die Alten konnten so etwas bauen. Er müsste perfekt in das Gehäuse passen. Wir müssen die Lure-Rohre noch anziehen und dann geht's los. Wir? Soll ich den Jungfernflug etwa ohne die Person machen, die sie möglich gemacht hat? Da hat mich meine Mutter besser erzogen. Du solltest die Ehre haben, die Welt so zu sehen, wie sie noch kein Lebender gesehen hat. Nee, ist noch zu früh für den Kaffee, Emmett. Wie könnte ich dazu Nein sagen? Ist noch zu früh für den Kaffee, Emmett. Kaffeemaschine muss 10 Minuten heizen. Heißluftballon. Emmett, I love it. Nicht Emmett. Morlund. Also wie gesagt, Emmett, für den Kaffee ist noch zu früh.
war das? Ach, kein Grund zur Sorge. Eine stabile Leine verbindet uns mit dem Boot. Beste Außerrahmenwertarbeit. Na super, runter könnt ihr immer. Drehen wir die Flamme etwas auf. Oh, wir steigen auf. Sieh nur. Die Welt unter unseren Füßen. Oh, der Himmel zum Greifen nah. Der Brenner heizt die Luft im Inneren auf. Diese wird leichter als die Umgebungsluft. Und wir steigen auf. Genau. Der Antrieb ist nur heiße Luft. Wie bei Stamur. Aber erzähl ihm das nicht. Wir schreiben gerade Geschichte. Der erste erfolgreiche Osram-Flug. Hat es schon mal jemand versucht? Oh ja! Die Geschichte der Osram-Luftfahrt ist faszinierend. Und grausam und regelmäßig höchst entflammbar. Also, das hättest du ruhig vorher erwähnen können. Ach, die anderen scheiterten, weil ihre Maschinen zu schwer und komplex waren. Die mussten abstürzen. Wir nicht. Nur Raum für Piloten, Lohe, ein Brenner, der Ballon und eine Leine. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Naja, zumindest kann weniger explodieren. Wenn Abaddon hier wäre, wäre er voll wie ein Weinfass. Extreme Höhenangst. Und betrunken fängt er immer an zu dichten. Er singt plastische Reime über seine gesamte Buchführung. Wenig bekannt ist, dass die Osram-Poesie in den Schmieden im Anrecht geboren wurde. Nur eine kleine Turbulenz. Wir werden die wilden Lüfte bezwingen. Das ist etwas mehr als eine Turbulenz. Was, du holst dir die Platin-Trophäe? Jürgen, total verliebt in das Spiel. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich einen DLC bringen werden. Was war das? Also hoffe ich zumindest. Ja, ich glaube, die Leine hat sich losgerissen. Molland! Klasse. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Was? Ich bin immer gespannt, wo wir landen. Was passiert? Oh oh. Hilfe. Morlund, das war keine gute Idee. Hey, Lady Chaos, herzlich willkommen. Zurück! Nein! Hey, verschwinde! Los, kusch! Morlund. Er ist in Gefahr. Ich muss zu ihm. Ach du Scheiße. Okay. Aber das erstmal mache ich mir einen Kaffee, ihr Lieben. Da geht's, Leon-Fan, da geht's dir ähnlich wie dem Jürgen. Der findet den ersten fast auch besser. So. Ich kann es noch nicht beurteilen. Jedenfalls finde ich den zweiten Teil hervorragend. Aber jetzt mache ich mir erst mal einen Kaffee und bin gleich wieder bei euch.
So, da bin ich wieder, ihr Lieben. Ich guck kurz in den Chat. Es kann sein, dass die Hauptquest ein bisschen länger geht und mehr Nebenquests, ja. Das sehe ich auch. Genau, hoffen wir auf den dritten Teil. Nö, ich glaube, gefülltes Pizzabrötchen, da steht mir gerade nicht so der Sinn danach, Emmet, aber danke fürs Angebot. So, dann spielen wir weiter. Mal gucken, was unser Kumpel macht. Ich muss deiner Stimme folgen. Das kann ich später aus... Morlin sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. Spitzenlangbein. Das ist gut. Alles gut, Morlund. Na. Wo ist es hin? Hätte hier eigentlich höherlevelige Maschinen erwartet, wenn ich ehrlich bin. Okay, das war der letzte. Ich sollte nach Morland sehen. Warte, Morland, ich helfe dir raus. Aloy, beim Zahnrad, du lebst. Kannst du vielleicht einmal kurz Hand anlegen? Gleich, mein Freund. Ja, ich hätte wirklich deutlich höherlevelige Maschinen in dem Gebiet erwartet. Das wird mir sicher noch nützlich sein. Wenn das die Kundenkritik für einen suboptimalen, deinen abrupten und entschlossenen Abgang hatte ich nicht erwartet. Wirklich nicht. Perfekt. Der Grünglanz ist für später. Na, wie komme ich denn zu ihm? Da liegt er. Ach je. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Alles in Ordnung? Der arme Kerl. Oh, als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ich weiß noch, wie wir fielen. Dann warst du weg. Schon gut. Wir leben noch. Weißt du, was die Osseram-Luftfahrt angeht, sind wir Pioniere. Oh ja, wohl wahr. Sie ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Kommst du alleine zurück ins Lager? Ich muss mich gegen den Wind wappnen. Das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen. Außer ihm. Kannst du dich selbst so ein Ding bauen? Dann los. Also eigentlich sollte doch... So, ne? Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Eigentlich sollte... Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. Ein Sturmvogel oder sowas. All das Kreischen und Blitzen? Mhm. Bestimmt war es ein Sturmvogel. Ja, glaube ich auch. Scheußliche Maschine. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Ja, hoffen wir mal, dass sie das ist. Ich habe jetzt auch einen freundlicheren Avatar. Stimmt, hast du recht, San. Den habe ich mir jetzt fest eingestellt. Also, ich werde den immer haben.
Hätten das wir mit diesem Sturmvogel noch zu tun kriegen? Da bin ich mal fast sicher. Oh. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Ich pack's wir brauchen in den nur eine Brücke über den Spalt. Wo ist denn ein Baum? Kein Baum? Noch ein Baum. Ich glaube, ich habe eine Brücke gefunden. Ui, da unten hat's, glaube ich, Glimmer. Das bedeutet, dass ich da vielleicht... Effizient und effektiv. Ganz gerne du wärst eine gute Osseram. Ich wäre eine gute Osseram. Das ist wahrscheinlich das höchste Kompliment, das er vergeben kann. Ah, nee, eine Metallblume. Ah. Da gucken doch wir doch jetzt rein, oder? Nehmen das Zeugs mit. Moll, und was los mit dir? Gibt's nichts weiteres? Da guck mal, wusste ich's doch. Sturmvogel. Ich sehe ihn, der Brenner. Er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja. Ich sollte keine Sicherheitsvorhersagen mehr machen. Sinnlos, Schottmann. Es muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's. Darf ich ihn jetzt bitte mal scannen? Das ist mit der blöde Molle und wieder ins den Weg. Die Teile markieren. Das ist fies, das ist so fies. Frage ist, ob wir ihn wirklich töten müssen. Schwach gegen Plasma und Säure. Wo liegt der Brenner? Kann ich dich jetzt bitte scannen in Ruhe? Die schaffen wir, Partner.
sie! Na, wo ist er? Vogel, wo bist du? Es geht erst wieder los, dass ich ihn nicht sehe. Er mich aber sehr wohl. Kaum. Hey, nimm das. Das war's? Ach, wo hänge ich denn jetzt wieder fest? Schön in Bewegung bleiben, Eloy. Na, wie man es nimmt. Ja, komm schon. Es ist tot. Oh, er ist tot. Es ist tot. Bei meinem Stahl. Oh. Sehr schön.
Oh, das war aufregend. Das war aufregend. Tja, mit Molland erlebt man was. Aloy, hier drüben. Wenn du einen Moment hast. Entschuldige, ich musste mir etwas ansehen. Du hattest was gesagt, bevor ich ging. Bei meinem Stahl. Das ist mein Vorrat. Der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Ja, nicht nur auf dich, mein Freund. Und ihm gefiel mein Ballon. Na, dann reden wir mit ihm. Gefunden. Ha, nur ein feiner Haares im Gehäuse. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ich wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, welche Ehre. Aber ich lasse Aberdant und Stemmo beim nächsten Danke, Son. Vortritt. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken, so viele Ideen ergründen. Auf ein Wiedersehen. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals grenzen. Das ist auch ein schöner Wunsch, finde ich. Oh, Quest abgeschlossen. Hochfliegende Ambitionen. Ist eilig. Und jetzt gucke ich in den Chat. Ich auch. Genau, ich habe einen freundlicheren Avatar. Bei dir zeigt das die Blüten, aber auch den Leuchtglimmer immer noch an, obwohl du es weggemacht hast. Okay. Jetzt im Ernst, Emmet? Wahrscheinlich wollen sie tatsächlich nur leben. Oder unbehelligt sein, die Maschinen. Das kann schon sein. Er hat es mit Säurepfeilen, hatte. Wir wären aber Plasma-Pfeile lieber gewesen. Aber egal, man kann nicht immer alles haben. Säurehäcksler. So, die Maschine haben wir gelootet. Und jetzt können wir mal gucken, wo wir hier eigentlich sind. Was haben wir da? Ein Rebellenlager. Wie langweilig. Noch ein Rebellenaußenposten. Eröffnung der Arena. Was war denn das für eine Quest? Lasst mal gucken. Die Balliste wurde während der Cool Route beschädigt. Sie muss repariert werden, bevor die Wettkämpfe weitergehen können. Also dann. Gehen wir da mal hin. Begib dich zur Rollrückenposition. Ich meine, why not? Scheint ja nicht ganz so weit weg zu sein. Können wir auch ein bisschen die Karte noch aufdecken. Nehmen wir Frieda. Aber vorher wieder mal... Waffen nachmachen. Füllen wir alles auf. von 20. Okay. Dann holen wir Frieda. Ist echt dein Ernst, Emmet? Dich kann ich nicht überbrücken. Hier muss es wohl noch mehr Brutstätten geben. Naja, das ist eine philosophische Betrachtung wert. Jetzt sind wir gleich beim Rebellenlager.
Aber eine recht reichhaltige Fauna und Flora hier. Info. Komm, erzähl mir was von der. Ja, jetzt sind sie alarmiert. Du, wir werden angegriffen. Greift sie an! Ich dachte, ich krieg Info, stattdessen schlagen die mich. Bist du mein... Ne, Frieda in Ruhe. Nein, ich schlage ich Frieda auch noch. Ganz schnell Frieda heilen. Mich selber vielleicht auch. Das hilft. Komm. Da war doch ein Info. Ach Mann, wo sind die denn? Ach Frieda, armes Mädchen. Jetzt steig doch auf. Tja, dann scheiß auf die Info. Verdammt. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, den Eindruck habe ich auch. Das läuft jetzt mal hier suboptimal. Okay. Wo bist du? So, jetzt warte mal. Wo ist der Feind? Verdammt! Ja, wir müssen Frieda reparieren, sonst ist sie nämlich gleich kaputt. Tja, ich dachte, da sei eine Info. Da war ein rotes Info-I. Stattdessen machen die mich da platt. Ich glaube, das sparen wir uns. Da nicht hängen bleiben. Ich mach das jetzt schon. Sonnenflügel. Plasmaflügel. Kettenreaktion. Hören wir das mal. Himmelsgleiterareal. Na super. Es sind ja gar viele hier. Okay, die schießen aber auch mit irgendwas Üblem. Holla! Hauptsache, du lässt meine arme Frieda in Ruhe. Wo ist das Vieh? Es fliegt. Was ist denn das Scheißvieh?
Oh, Frieda, du bist die Beste. Frieda ist schon wieder hinüber. Arme Tier. Autsch. Ja, das war einfach eins zu viel. So, ich guck kurz in den Chat. Also der Weg dahin ist nicht ganz ohne. Aber wir haben Frieda wieder. Das ist schön. Kommst du bitte? Da kommt sie angewalzt. Jetzt ist das Wetter scheiße. Das ist natürlich schade, das wird schlechtes... Oh, das ist ein Lagerfeuer. Das nehmen wir mit. Man sieht nicht wirklich gut. Das ist langweilig, Rebellenlager zu machen. Können wir machen, wenn wir noch ein bisschen Level wollen. Weil wenn der Endkampf ähnlich hart ist wie im ersten. Wie im ersten Teil, dann wird der Endkampf heftig. Lauf! Frieda, lauf! Die schießen auf uns. Wir haben irgendein Wildtier überritten, das tut mir sehr leid. Also ich finde es schlimmer, sie zu überreiten, als sie... als sie zu... mit Pfeil und Bogen zu erlegen. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht warum. So, ich stelle Frieda mal ein bisschen in Sicherheit. Nee, so wirklich Sicherheit ist es hier auch nicht. Wenn ich das Teil zerstöre, verhindere ich einen Angriff. Einer. Bist du? Bist du ein Sonnenflügler, oder? Tja, die räumen hier auf. Immer ein bisschen weit geritten.
So, Frieda, jetzt setz ich dich hier mal ab. Ich schaff das. Wären wir doch von irgendwem verfolgt? Oder ist Frieda so am Rumufzen? Säurefeine? Nee, können wir keine schicken. Nee, erstmal dich. Du, wer bist du denn? Ich kenne wir auch noch nicht. Doch, Stachelsteinschnauze. Okay. Okay, Rollrücken. Ich finde, Bauteile abschießen ist immer gut. Wieso falle ich denn da jetzt runter? Der verklebt mich, Schwein! Ich bin noch im Kampf. Halt dich doch mal. Frieda, bleib wo du bist. Echt, die Spritze mit Klebstoff. Unglaublich. Ah, verdammt. Und Frieda, ganz ungerührt von all dem, kackert sich wieder einen zurecht. Ah.
Oh je, jetzt dreht er am Rad. Frieda, wo bist du denn jetzt hin? Okay, alles gut. Also mir geht's mit Frieda ein bisschen ähnlich, Emmet. Geschafft. Ich sollte mir diese Sehne holen. Ah, ich kann jetzt den Speer weiter leveln. Und nach runter, komm. Dann gucke ich auch gleich wieder in den Chat. Witzig, ne? Das kommt in meinen Vorrat. Wenn ich mir überlege, wie viele Rollrücken es in diesem Spiel gibt, muss ich einen bestimmten erschlagen und über die halbe Map gehen. Was liegt da vorne noch? Was ist das? Tja, keine Ahnung. Bringe die Maschinenteile zu Kala. Guck mal kurz die Karte an. Es ist jetzt weitestgehend aufgedeckt hier, die Ecke. Haben wir hier irgendwo ein Lagerfeuer? Da haben wir eins. Die brauche ich ganz sicher noch. Ja, das denke ich auch. Ich bin faul, ich rufe Frieda hierher. So, und dann in den Chat geguckt. Da gibt's. Tschüss, Melanie, habt noch einen schönen Abend. Bist ein bisschen müde, okay, alles klar. Also es gibt offensichtlich wieder Schokolade, wenn ich das richtig deute. Gut, dann reiten wir erstmal zu dem Lagerfeuer. Wie viel Uhr haben wir es denn? 9. Na, werden wir nicht mehr so lang machen, Freunde. Ich denke, da bringen wir die Maschinenteile noch zu Kala und dann, also Lagerfeuer, dann zu Kala reiten. Wenn wir nicht wieder aufgehalten werden durch irgendetwas oder irgendwen. Lagerfeuer hier zum Henker. Oh, ich bin vor lauter Übereifer davon vorbeigeritten. Egal, dann reiten wir gleich zu Kala. Kennen wir das Lagerfeuer schon? Das kennen wir schon. Gut, geben wir einfach die Quest ab. Und dann machen wir Schluss für heute. Mal gucken, also es kann sein, dass ich mich kurzfristig morgen wieder entschließe zu streamen. Müsst ihr einfach mal ein Auge auf dem Kanal haben, ihr kriegt das ja auch mit. Frieda, beweg dich. Manchmal ist das
Tier echt störrisch. Das kennen wir schon. Hier heißt es jetzt absteigen. Ich muss absteigen und zu Fuß weiter. Es ist Eloy. Halt. Regalas Verderben. Da muss ich es hinbringen. Streiterin von der Kuhruhe. Regalas Verderben. Du hast dir hier einen Platz verdient. Das sehe ich auch so. Oh, da waren wir noch gar nicht. Willkommen, Fremde. Sei stolz. Der Schlund der Arena, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Regala ist im Anmarsch. Was? Eine Ehre, dich zu grüßen, Fremde. Das ist hart. War vielleicht ein Kampf. Du warst dort? Textnachricht, ach. Die Visionen werden uns leicht. Wird es wieder brennen? Ich weiß, es Länder, so, Kala. Ich habe die Teile für die Balliste. Wunderbar. Wir reparieren sie sofort. Und dann wird die Arena fertig sein. Du darfst hier jederzeit kämpfen. Wie geht das? Doch, will ich gar nicht wissen. Und ich arrangiere dir eine Herausforderung. Medaillen, die du beim Kämpfen gewinnst, kannst du dann bei mir für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Naja, das ist natürlich nicht schlecht. Das gilt auch für Medaillen aus den Jagdgebieten, nicht nur aus der Arena. Wenn du deine Ausrüstung verbessert hast, wirst du mich Kala vorziehen. Ich will beim Training der Trupps helfen. Es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Schön für dich. Dann gehe ich jetzt. Sprich mit mir, wenn du gewinnst oder wenn du Soldatenmarken hast. Na gut. Wenn du jetzt in der Arena kämpfen willst, können wir sie schnell einrichten. Nee, jetzt nicht. Ich komme später wieder. Wann immer du willst. Aber habe ich nicht Soldatenmarken? Wenn du mal einen Sparringpartner brauchst. Vielleicht nehme ich dich beim Bord. Wie geht das? Und aber ich weiß auch nicht. Wir ganz kurz umgucken. Mit dem Schwert in der Hand auf den Feind zuzustürmen. Das muss toll sein. Nimm dich still. Mal gucken. Reichsmeisterin. Meisterin, suchst du eine Herausforderung? Naja, wie man es nimmt. Das war vielleicht ein Kampf. Doch. Noch mehr zum Lesen? Habt ihr das eigentlich alle gelesen? Diese ganzen Sachen, Leute? Nacht, Emmet. Hast du was Platin verpasst? Magic? Selbst Fremde erkennen, dass Regala eine Verräterin ist. Die Soldatenmarken? Ich weiß das gar nicht. Na, bloß gut, dass du nicht das Sagen hast. Die einzigen Tinnak, die ich kenne, steht zum unseren Ascheblutvorrat. Willst du angeben? Zeig mir deine Medaillen, dann zeig ich dir die beste Ausrüstung der Clanlande. Mal gucken, was... Aloy, hast du ein paar Marken oder Medaillen? Hast du welche aus den Jagdgebieten oder der Arena? Kann ich, glaube ich, handeln. Ich habe ein paar Marken gefunden, die genau. Du erwähntest. Lass mal gucken, was sie hat. Gut, die Kameraden und Familien der Verstorbenen werden dankbar sein. Hier, eine kleine Belohnung für dich. Aber pass weiter auf, es gibt noch viele Außenposten in der Wildnis. Oh, tut mir leid. Ich will handeln. Ich habe im Augenblick keine Marken. Kein Problem. Sag Bescheid, wenn du welche findest. Medaillen habe ich keine. Warum? Weil ich noch keine Herausforderung gemacht habe. So, was hat sie denn? Nora, Donnerkriegerin.
maximale Stufe vergleichen. Das nimmt sich jetzt mal so viel nicht, oder? Ja doch, naja, Tenakt-Bezwingerin, wow, schön bunt. Die ist bei den Fertigkeiten ein bisschen besser. Wie? Plus zwei Fallenlimit, schnelle Fallenständer. Na, das wären eher nicht meins. Oh, dann gucken wir mal. Nur gucken, was es gibt. Das, was nicht kaufen können, weiß ich. Schatten des Todessucher. Sprengschneider. Mietestoß. Scharfschussbogen. 80 Arena-Medaillen. Ja, vielleicht kämpfe ich mal ohne euch ein bisschen in Arenen. Das könnte ich eigentlich machen. Da muss ich euch ja aber nicht mitnehmen. Dann könnte man sich diesen Bogen. Aber der macht so viel schönen Plasmaschaden, den wir haben. Warte, ach, der Schmiedestoß auch. Wieso haben sie es denn da anders sortiert? Ja, doof. Ja, der gefällt mir. Also werde ich doch, da muss ich wohl Medaillen verdienen. Ich glaube, das mache ich dann ohne euch, ihr Lieben. Weil jetzt verabschiede ich mich tatsächlich. Hat nicht der Emmet irgendwas geschrieben, dass... ja, ich kann mit Marken leider nicht handeln, das ist unfair. Mir das anzubieten und es dann nicht zu machen. Aber egal. Okay. Gute Reise. Ihr Lieben, ich entlasse euch in euren wohlverdienten Abend. Ich wünsche euch noch eine gemütliche Zeit, bis ihr ins Bett geht. Und dann schlaft gut und träumt was Schönes. Und wie gesagt, vielleicht werde ich morgen wieder streamen. Aber jetzt, ihr Lieben, sage ich tschüss. Und bis morgen. Oder beim nächsten Stream. Alles klar. Tschüss, ihr Lieben. Schlaft gut.